Das Spiel der HSV wird Ihnen präsentiert vom Sportcasino. Eines für alle. Fünfundzwanzigster Spieltag, Hamm gegen Sprockhövel. Vor der Begegnung hieß es aber erstmal Abschied nehmen von Marketingchef Benny Doll, der hier 6 Jahre lang tätig war. Und da waren sich alle Gratulanten einig, viel bewegt hat. Nun aber zieht es ihn zurück in seine Heimat Oldenburg. Beim VfB wird er dann als Geschäftsführer tätig sein. Wir sagen danke, Benny Doll, alles Gute für dich und deine Familie. Einen Wunsch hat er aber noch, die ihm die Laudatoren nicht erfüllen konnten. Das war nämlich Sache der Mannschaft. 3 Punkte sollten her, damit die HSV auch weiterhin gut im Rennen um den begehrten Aufstiegsplatz bleiben kann. Und damit gehen wir rein in die Partie. Haben wie gewohnt in den roten Trikots. Zeigte sofort, dass dieser Wunsch heute möglichst in Erfüllung gehen sollte. Lohheider war das, keine 3 Minuten nach dem Anpfiff. Auf der anderen Seite die Gäste mit dem gleichen Resultat nach einem Einwurf. Klaus verlängert, Cadillo von Klajic bedrängt, verfehlt deutlich. Xino Cadillo, in Rhinan wurde er letzte Saison nicht so glücklich. Unter Balaika ist er gesetzt und traf bisher auch schon 8 Mal ins Schwarze. Hamm von Beginn an mit der aktiveren Elf und in der 13. Minute mit diesem Eckball von Schneider. Misner kann sich zunächst im Torraum behaupten. Schneider mit Versuch Nummer 2. Da ist Albrecht und es heißt 1:0 für die Hammer Spielvereinigung. Perfekt! Und damit bricht Yannick Albrecht den Bann. 200 torlose Minuten haben ihr Ende gefunden und die Frage bleibt, ist das vielleicht der Beginn einer neuen Serie, von der Sven Hosiak sprach? Albrecht zum Entsetzen der TSG-Spieler völlig blank, schließt sich da unbemerkt von dem Blauen vor das Tor. Er wollte den Ball und er bekam ihn. Gefühlvoll serviert von Ralf Schneider und gnadenlos versenkt von Albrecht. Moritz Misner im Tor der TSG sah da schon so ein bisschen angefressen aus. Seine Vorderleute in diesem Fall ein bisschen schläfrig. Mit der entsprechenden Quittung in der Tasche ging es dann eben zum Mittelkreis und die hier, die freuten sich über diesen Gang, genauso wie die Zuschauer, die dann eine HSV-Elf erlebten, die sich nicht ausruhte, sondern nachlegen wollte. Und das hätte dann beinahe auch noch ein Gast für sie erledigt. Und zwar in der 24. Minute Hereingabe Piel, Abschluss Gremme. Ja, da wollte er auf Nummer sicher gehen. Gut möglich, dass er jetzt sogar einen Hauch im Nacken spürte, den nämlich von Albrecht, der ihm beim 1:0 entwischt war. Apropos entwischt, dann ein Fehlpass von Schneider, der ansonsten aber eine gute Partie ablieferte. Dütko hat sofort den Blick für Cadio und der eigentlich beidfüßig versucht's mit dem Rechten und lässt dann den ganzen Frust raus. Ich nenne es Rasenpflege. Nach diesem Winter hat der Platz es aber auch wirklich nötig. Die HSV musste heute auf Kickermann und Frank verzichten, auch Nölle nicht in der Startelf. Dafür von Anfang an mit Piel, Besahev und Eickhoff und weiter bissiger als die TSG. Feine Kombination durchs Mittelfeld, Besahev überspielt 3 Mann. Lohheider, da kommt Kömes und ja, eindeutiger kann ein Elfer wohl kaum sein. Der Pfiff von Waldemar Stohr kam so prompt wie der Gefaulte mit dem Ball unterm Arm zum Punkt marschierte. Hier nochmal die Sense vom Innenverteidiger gegen den Mann, der selbst davon sprach, dass ihm momentan das Wort mit SCA unter dem Fuß klebe. Das sollte nicht so bleiben. Na also, 2:0, David Lohheider. Loh traut sich und schüttelt das Zeug unter dem Fuß ab. Krise, wenn man das überhaupt so nennen durfte, überwunden. Der HSV-Stürmer in der Spur, wenn auch erst einmal nur vom Punkt. Sicher verwandelt, Lohheider schickt Misner in die andere Ecke. Sein 5. Saisontor in der 31. Minute. Danach blieb die HSV her im Haus. Sprockhövel aber nicht ganz chancenlos. Hier mal ein schnell vorgetragener Konter der Gäste über rechts. Klaus kommt da gerade noch vorbei. In der Mitte Cadillo, aber auch hier kann der Mann mit der 9 den Hoppelball nicht im Tor unterbringen. Auf ebenem Geläuf wäre das eine 100%ige gewesen. Ähnlich verhält es sich etwas später. Dütko passt zu Klaus, aber auch der versiebt grandios. Die Sprockhövler nahmen es mit Fassung. Das war in der 43. Minute. Unmittelbar danach dieser Ball von Jano Peters. Lohheider verlängert. Das ist Albrecht. Der spielt direkt weiter auf Piel. Piel trickst Oberdorf aus. In der Mitte hebt Schmidt den Arm. Und das ist sie, die Chance zum 3:0. Den muss er doch machen, sagen jetzt alle. Piel verschafft Schmidt eine glänzende Einschussmöglichkeit. Und dann geht die Kugel doch über das Tor. Es gab danach Ecke und man kann es schlecht sehen, aber Gremme war es, der dem Ball wohl noch diese kleine Richtungsänderung verschaffte. Riesending also, die Ecke brachte nichts ein. Nah dran war die HSV vor der Pause, aber ein weiteres Mal. Hier haben wir diese Szene. Lohheider und Albrecht spielen die TSG-Abwehr aus. Schmidt braucht nur noch einzuschieben. Sehenswert das Ganze, aber abseits. Oder nicht?
Jedenfalls nicht einfach zu entscheiden. Ich tendiere eher zu kein Abseits. Die Strafraumgrenze dient zur Orientierung. Gremme hier rot umrahmt, steht fast auf der Linie. Albrecht oben hat sie beim Abspiel nicht erreicht. Aber ich bin nicht auf Ballhöhe. Lassen wir das. Die erste Hälfte war um. Und beim Stand von 2:0 für Hamm war TSG-Trainer Andrius Balaika nicht der allerglücklichste. Sein Matchplan ging erstmal nicht auf. Ich weiß nicht, was er dachte. Vielleicht, dass die Lücke, die Wasilewski und der gelb-rot gesperrte Kapitän Duda hinterließen, doch größer war als gedacht. Zweiter Durchgang, Hamm frisch aus der Kabine und Kömes weiter mit schwerem Stand gegen Hamms Loaider. Der Pass kommt an und dann geht es schnell. Mike Piel auf dem Weg zum Tor und jetzt mit der Möglichkeit für Hamm nachzulegen. Das war richtig knapp. 50. Minute, die TSG Sprockhöfe gleich unter Druck. Auch die Einwechslung von Buketo für den Ex-HSV Terzicic änderte daran nichts. Zwei Minuten später, wieder ein Standard, wieder eine Ecke für Hamm. Wieder zunächst geklärt, aber der Ball wird nochmal heiß. Und zwar auf der anderen Seite. Besarf ist das und bei der TSG, da dauert das einfach zu lange und so kommt der Ball nochmal ins Zentrum. Und Achtung, Klajic! Hamms Innenverteidiger scheitert an Mauritz Missner. Der kratzt die Kugel da irgendwie noch weg und verhindert damit die Vorentscheidung. Gute Reaktion, aber ausruhen durfte er sich nicht. Denn der nächste HSV-Angriff ließ nicht lange auf sich warten. Sprockhövel jetzt mal aufgerückt, ja, und Sie ahnen, was da jetzt kommt. Aziz Budak zuerst mit einer Idee ins Leere, danach mit einem geblockten Schuss und zuletzt eher fahrlässig. Belo stört und es ist Platz für den Konter der Rotblusen. Patrick Franke auf dem Weg, er hat Platz und er sieht Loheider starten. Toller Pass, Kömes hängt sich an den Hammer und weiß ihn wieder nicht anders zu stoppen. Erneut Strafstoß, wieder durch einen Foul von Enis Kömes an David Loheider, den er heute einfach nicht in den Griff bekam. Ja, was ist das? Ein Halten, ein Schieben, ein Schubsen? Schiedsrichter Waldemar Storr jedenfalls sehr konsequent. Ein gebrauchter Tag für Kömes, ein guter für die HSV. Jetzt also Ralf Schneider gegen Mauritz Missner und er macht das ganz abgebrüht. Sicher verwandelt. Gegen Malhöls hatte er schon einen versenkt, allerdings wurde ihm dieser Treffer aberkannt. Die Geschichte kennen Sie ja, 3:0, ein beruhigender Vorsprung, der die Hosjak 11 aber nicht veranlasste, einen Gang runterzuschalten. Das Gegenteil war der Fall. Denn wieder zeigte sich, wie anfällig Sprockhöfen nach Ballverlust in der Rückwärtsbewegung war. Franke, dann Albrecht, Besaev. Und da sind sie wieder, die beiden. Kömes gegen Loheider. Loheider stark in der Ballbehauptung, kann sich durchsetzen und jetzt kann er zeigen, dass ihm wirklich nichts mehr unter dem Schuh klebt. Fantastisch. Nur 85 Sekunden nach dem 3:0, also das 4:0. Treffer Nummer 6 für den Hammer-Torjäger. Ja, und er genießt das natürlich. Er ist wieder da, obwohl er doch nie weg war. Loheider behält die Ruhe, wird aber von Postolli auch nicht wirklich gestört und schlänzt den Ball schön an Missner vorbei in die rechte Ecke. Der Sieg war der HSV nicht mehr zu nehmen. Loheider ging nur wenig später leicht angeschlagen vom Feld. Kusakshi kam für ihn. Zeit für lockere Fachsimpeleien nun beim Hammer-Trainergespann. Zum Beispiel, dass Piel jetzt mal über rechts kommen sollte. Und da ist er auch schon mit der Flanke auf Albrecht. Dicke Chance für Albrecht. Bekam da aber nicht genug Druck hinter dem Ball. Albrecht natürlich hier auch wieder sträflich allein gelassen. Hamm ließ es dann ein bisschen langsamer angehen bei der TSG. Auch kein Aufbäumen mehr erkennbar. Und dann diese Szene, 78. Minute und Elfmeter Nummer 3. Ja, wer schon bei der Szene mit Loheider keinen Elfer erwartet hatte, der tat das erst recht nicht bei dieser hier. Belo geht etwas ungestüm gegen Ramay vor und Schiri Stor bleibt dann bei seiner Linie. Auch hier hätte ich auf Anhieb Nein gesagt, aber Belo hatte dem TSG-Spieler offensichtlich die Schuhe ausgezogen. Und wenn das an dieser Stelle passiert, ist das halt ein Strafstoß und bei der TSG Sache von Max Klaus. Und die Sache erledigt er souverän. 4:1, nicht mehr als Ergebniskosmetik das Ganze. Und Klaus war dann so schnell wieder am Mittelkreis, dass wir ihn mit der Kamera suchen mussten. Chapeau, so tickt ein echter Sportler. 6. Saisontor für den 26-jährigen Stürmer der TSG Sprockhövel. Dann ging nochmal ein Raun durchs Publikum. Buketo für Cardio gekommen, nimmt Dütko auf der linken Seite mit. Und was als Flanke gedacht war, tanzt dann vom Querbalken des HSV-Tores ins Aus. Noch mehr Aufregung kurz vor dem Schlusspfiff, aber auf der Gegenseite. Erst Schneiders Pass aus dem Fußgelenk auf die Außenbahn, dann Piels Vorstoß in den TSG-Strafraum. Und aufgepasst, am zweiten Pfosten lauert der eingewechselte Nölle zum 5:1. Nein, der ging an den Pfosten, aber immer noch Ballbesitz HSV. Eickhoff, dann Besarf. Besarf, findet er nochmal den Abschluss? Ja, aber Endstation Missner.
Und dann war hier Ende im Gelände. Hochverdient schlägt die Hammer Spielvereinigung die TSG Sprockhövel mit 4:1, klettert damit auf den 5. Tabellenplatz und spielt aufgrund der weniger ausgetragenen Begegnungen immer noch eine gewichtige Rolle im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga West. Benny Doll bekam hier also noch das erwünschte Abschiedsgeschenk. Dieser Abend machte schlussendlich aber alle zufrieden. Weitere Informationen zum Mammutprogramm unserer Mannschaft finden Sie auf unserer Facebook-Seite. Jetzt noch die Pressekonferenz und frohe Ostern. Ja, der Sieg geht sicherlich in Ordnung. Ja, wir haben uns heute einiges vorgenommen. Wir hatten einen Matchplan gehabt, den wir umsetzen wollten. Vierte Stunde hat es ganz gut funktioniert. Wir wollten heute etwas kompakter stehen, dem Gegner das Spiel überlassen und dann über unsere schnelle Spiele kontern. Aus dem Spiel heraus haben wir erste Halbzeit nicht viel zugelassen, aber das ist halt bei uns, wenn wir aus dem Spiel heraus nichts zulassen, dann kommen die Standards, dann fabrizieren wir Ecken, die vorher man einfach hätte vermeiden können. Das war 0. Elfmeter, ganz klar. Da gehen wir unmotiviert in den Zweikampf. Naja, und dann ist das bitter, wenn man dann 30 Minuten je nach 2-0 zurückliegt. Bei uns in der Hinrunde, da ist einfach der Wurm drin. Wir haben so viele Baustellen. Wenn man das Ganze aufarbeiten möchte, wüsste man gar nicht, wo man anfangen soll. Es sind einfach nochmals viel zu viele Baustellen. Und, ja, das Schlimmste daran ist, dass es noch 9 oder 10 Spiele zu spielen sind. Ne? Da müssen wir möglichst schnell die Kurve kriegen, sonst werden wir in dieser aktuellen Saison kein einziges Spiel mehr gewinnen. Dankeschön. Ja, wir sind natürlich glücklich über das Ergebnis und über das Spiel auch. Wobei, es war ein wirklich gut geführtes Spiel vom Schiedsrichter, das muss man auch nochmal deutlich sagen. Also ich habe selten so eine Qualität auf dem Platz gesehen. Total klare Linie gehabt und es kam kaum Hektik auf. Es war ein sauberes Spiel, es war fair. Auf einem wirklich sehr, sehr schwierigen Platz. Das muss man auch mal sagen. Es war nicht einfach, heute Fußball spielen zu wollen und zu können. Deswegen haben wir ein Stück weit unser Spiel ein bisschen umgestellt und viel über den zweiten Ball auch. Und ja, wir sind natürlich glücklich, dass wir dann irgendwie die Tür geöffnet haben durch Yannick, der dementsprechend gut auf dem zweiten Pfosten irgendwie gelauert hat. Und dann, ich glaube, das war genau der Moment, der uns in den letzten beiden Spielen einfach auch gefehlt hat. In Kahn und in Ennepetal waren wir auch jeweils die bessere Mannschaft mit wirklich sehr, sehr großen Torchancen. Ich hätte es natürlich lieber gehabt, diese 4 Tore von heute irgendwie auf 3 Spiele zu verteilen. Weil dann hätten wir vielleicht ein paar Punkte mehr. Aber im Endeffekt muss man auch dazu sagen, wir haben eine Qualität in der Mannschaft, die ist gigantisch. Wir haben in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Und haben noch viele, viele Möglichkeiten bei uns, trotz zahlreicher Ausfälle, die bei uns aktuell noch zu beklagen sind. Sind kurzfristig noch ein paar Spieler ausgefallen, wie Moritz Kickermann, Felix Frank, Marius Kröner. Also sind schon ein paar Jungs, die da noch hinten dran sind. Hinzu kommt, dass wir noch den einen oder anderen Spieler haben, den wir noch ranführen wollen. Also von daher haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, was so die Breite angeht. Aber das macht mir sehr viel Freude als Trainer. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir eine Mannschaft irgendwie sind auf dem Platz, die zusammensteht und dieses Spiel einfach gewinnen wollte. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Natürlich gibt es Momente auch, wie in der ersten Halbzeit, wo wir so ein Stück sorglos waren, um ein, zwei Situationen hergegeben haben, wo wir zu wenig Druck auf den Ball gegeben haben. Aber im Endeffekt kann man das den Jungs auch irgendwie nicht abschreiben, dass sowas mal passiert, wenn man das Gefühl hat, dass man die dominierende Mannschaft ist. Und das war man heute. Dementsprechend total verdient als Sieger vom Platz gegangen. Wir freuen uns auf die nächsten Aufgaben. Ich hoffe, dass demnächst auch noch genauso viele Zuschauer im VIP-Bereich sind wie heute. Aber da komme ich jetzt zu, Benni. Ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange. Ja, ich bin jetzt im zweiten Jahr hier Trainer, aber es hat mich echt gefreut und es war eine Freude, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg bei deiner neuen Aufgabe und der Sieg da draußen war auch ein Stück weit für dich. Und von daher alles Gute, pass auf dich auf, bleib gesund, deine Familie und wir sehen uns bald. Danke.